Genau, und teile mal meinen Bildschirm. Also zip, zip, zip. So, müsste jetzt auch gleich kommen. Genau, den Link. Ich weiß nicht, ob ihr alle einen Connect-Zugang habt. Connect ist quasi die Community-Plattform zu LernOS. Und Nein. dort gibt es, ich poste den Link zu dieser Seite im Chat, da kann man sich kostenlosen Login machen, könnt ihr aber auch später machen. Was ich da gemacht habe, ist so ein Pad anzulegen. Und auf das Pad habe ich quasi alle Links und auch so ein bisschen Beschreibung draufgepackt, was wir heute brauchen und was wir streifen. Und auf dieses Pad kommt ihr ohne einen Connect-Zugang. Deswegen poste ich euch den Link auch nochmal in den Chat. Na, das heißt, ich würde euch jetzt einmal so grob die Idee erklären. Wir haben in LernOS, um diese Leitfäden zu erstellen, wir schreiben die nicht einfach in Word oder in Google Doc oder so, sondern wir schreiben die in einer Sprache, die heißt Markdown. Das ist so eine ganz einfache Auszeichnungssprache, wie ich quasi in einem Texteditor beschreiben kann. Das ist eine Überschrift. Das ist normaler Text, das ist eine Aufzählung, das ist Fett, das ist ein Link. Und verwalten diese ganzen Inhalte auf einer Plattform, die heißt GitHub. Da kommen wir nachher auch noch hin. Das wird so der erste Ort sein, den wir besuchen. Das ist eigentlich eine Plattform im Netz. So, könnt ihr euch vorstellen, so ähnlich wie Dropbox, ne? In Dropbox legt man Dokumente ab. Auf GitHub legt man eigentlich Source Code für Software ab. Also die Programmierer programmieren ja ihren Code und dann wird der kompiliert, also da wird so eine ausführbare Datei draus. Und wir verstehen quasi diese Lernleitfäden als Code und legen diesen Source Code dort ab und haben dann uns so eine Produktionskette gebaut, wie wir aus diesem Markdown PDF erzeugen können, E-Books erzeugen können, die Webseite erzeugen können und alles auf Knopfdruck. Das heißt quasi so vorab ist es erstmal ein bisschen schwieriger, sich da reinzufummeln. Wenn sich aber ein Leitfaden ändert, ne, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich dann die Änderungen alle in einem Word-Dokument machen muss, daraus ein PDF mache, dann ein E-Book mache, dann die Webversion mit der Hand mache, ist das natürlich viel aufwendiger. Ne, und auch das verteilte Zusammenarbeiten ist dann in der Regel so, dass die einzelnen Kapitel einzelne Markdown-Dateien sind. Da tut man sich natürlich auch viel leichter, wenn dann einer an dem Dokument arbeitet, einer an dem und dann wird der Leitfaden zusammen draus. Das ist so ein bisschen vorneweg, warum ist das eigentlich so kompliziert und warum hat man nicht einfach nur einen Google Doc? Simon, Ja. da jetzt auch noch eine Frage zu Sinn und Zweck. Also ich verstehe, dass wir damit am Ende, sagen wir so, Multiformat Prozesse erleichtern können, ne? Ganz Also genau. die Generierung in unterschiedlichen Formaten. Gibt es noch andere Gründe oder Ziele, ist zum Beispiel angedacht, ich meine, man kann ja auch eine gewisse inhaltliche Erschließung damit ermöglichen mit so einem Markup. Also, dass man einzelne Teile für bestimmte Zwecke dann irgendwie rauszieht und speziell aufbereitet. Gibt es solche Ideen auch? Genau, also als Vision ja, umgesetzt noch nicht, ne? Die Idee ist natürlich, dass man sowas modularisiert, vielleicht auch mal Inhalte semantisch auszeichnet, dass man die ganz anders zusammenstellt. Im Moment geht es uns eher um, Fachbegriff nennt sich Single Source Publishing. Also ich habe quasi eine Quelle und produziere daraus viele Formate. Ne, die ich vorhin aufgezählt habe, kann die Produktionskette heute schon. Wir sind am Experimentieren mit Audiobooks, also dass einfach hinten auch MP3s rausfallen und ich mir das Ganze anhören kann. Wir sind an so einer Kette dran, dass ich die E-Book-Versionen automatisch auf Amazon schiebe, wo ich sie dann quasi zum Beispiel im chinesischen Store mir eine gedruckte Version der Guideline bestellen kann und die halt bei Amazon per Print on Demand gedruckt wird. Ne? Und das aber eben nicht mit manuellen Schritten, sondern einfach komplett automatisiert. Genau. Genau, und wir haben natürlich Use Cases, wo das dann bei Firmen im Intranet verwendet wird, wo die dann sagen, okay, wir wollen das gerne in dem Content-Management-System oder in einem Confluence-Wiki, wo wir das dann so modifizieren können, dass wir den halt Inhalt so rausschießen, dass der Leitfaden so heißt, wie er bei denen heißen soll, vielleicht Übungen ausgetauscht sind und die das halt auf Knopfdruck in ihre Systeme importieren können. Das kann jeder sich dann halt anpassen, wie er es braucht. Okay, danke. Genau. Ich denke auch, es ist völlig cool, weil wir ja eine überschaubare Anzahl Leute sind. Wenn ihr Fragen habt, zwischendrin einfach entweder Hand heben oder direkt Mikro anmachen und reinreden. Genau. So, dann würde ich hier mal so einen kleinen Überblick geben. Wir werden uns erstmal ein bisschen mit GitHub beschäftigen. Was ist das eigentlich? Würde ich mal zeigen anhand jetzt von dem LernOS-Leitfaden. Wie sieht der denn eigentlich? Oh, da fragt gerade jemand auf Telegram, wo ich bin. Warum?
Wolltet ihr in unsere Session kommen? Moment, ich kopiere mal gleich nochmal den Link. Der Florian Purps. Florian hier. Oh. Die schreiben, wir warten in deiner Session auf dich. Oh, Benedikt Pape auch. Moment, ist da ein falscher Link? Ups. Okay, also da werden gleich noch ein paar Leute kommen. Das hat mich nämlich schon gewundert, weil einige gesagt haben, sie wollen dabei sein. Wo könnte da ein falscher Session-Link sein? Hat uns da jemand im Sessionplan den ausgetauscht? Ich bin eben über den Sessionplan reingegangen. Du bist über den Sessionplan reingegangen? Ja, ja. Und ihr auch alle? Seid ihr über den Session? Ja, ich auch. Ja. Okay, dann schreibe ich das mal noch auf Telegram. Alle, die in der Session sind, kamen über den Link im Sessionplan. Aber man ist dann hier auf diese Seite in Connect gekommen, oder? Und dann über Microsoft Teams. Also so war mein Weg jetzt gerade. Ja, genau. Also der Link ist eigentlich der gleiche wie der im Sessionplan. Ich habe die alle kopiert, nur keine Ahnung, wie das ein zweiter macht. Na okay, also wir können ja den Anfang quasi nochmal nachgucken in der Aufzeichnung. Also ich habe oben den Link im Sessionplan genommen, von der Gesamtsession. Ja, da kann man, ja, das kann ist der gleiche. Wir haben immer für einen Tag immer den gleichen Link. Da kommt auch schon jemand, Marcel Kirchner, Reichert, Ute. Ah ja, okay. Hi, wir kommen von nebenan. Hallo, zweite Gruppe. Hi. Hi. Wir hatten den anderen Link. Sorry, ich habe keine Ahnung, warum da jetzt ein zweiter Link war. Irgendwie, seid ihr über einen anderen Link als im Sessionplan oder auf Connect? Ja, vom Sessionplan. Sessionplan. Das ist ja lustig. Sessionplan, ja. Weil die sechs vielleicht Tag 1, dass ihr hochgescrollt habt. Okay. Nee, ja. Ich habe den Original, der über der Session direkt liegt. Ja. Evans, aber habt ihr im Überblick, dass die Leute, die gerade mit euch im anderen Raum waren, jetzt so ungefähr hier wieder angekommen sind? Ja, der Benedikt hat den Link gepostet, im Chat geschrieben. Perfekt, super. Wir haben gerade so ein bisschen Intro gemacht. Ich habe, das packe ich jetzt auch im Chat noch sichtbar, ich habe so ein Etherpad zusammengestellt. Das Ziel ist ja, dass ich heute mal zeige, wie man sich die Produktionsumgebung für LernOS auf einem eigenen Windows 10 Rechner einrichten kann. Ich bin auch nicht auf meinem Rechner, sondern auf einem nackten, also einer, der frisch installiert ist. Die Session war ursprünglich mal für 90 Minuten geplant, dass jeder auch mitklicken kann. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne auf eurem Rechner mitklicken. Da lohnt sich dann zwei Bildschirme, dass ihr das seht, was ich teile und dass ihr was ihr selber macht. Mac geht auch, oder? Mac, also wir haben die Produktionskette auch auf Mac und auf Linux schon zum Laufen gekriegt. Ich zeige es heute für Windows. Das kann sein, dass es da Unterschiede gibt. Stefan sitzt hier noch bei mir in Nürnberg. Der packt gerade noch seinen zweiten Windows-PC aus. Genau, also das Ziel wäre quasi, ihr müsstet jetzt alle das Copad sehen, oder? Ist das groß genug? Kann man das lesen? Ja, sehr gut. Da könnt ihr auch drauf, könnt ihr auch reinschreiben. Das Ziel wäre quasi jetzt von einem blanken Windows 10 Rechner mal, auf dem ihr Software installieren dürft. Das ist immer schwierig, wenn man einen Firmenrechner hat, da darf man es oft nicht. Quasi den LernOS for You Leitfaden zu hijacken. Also die Idee ist quasi, jemand findet den und sagt, der ist gut, der finde ich gut, will ich haben, aber ich will da Sachen ändern. Ne, will da vielleicht ein LernOS, das ist so die Story hier oben draus machen. Na, und dafür müssen wir quasi in GitHub, dieses Repository, wo die Inhalte drin sind, forken oder klonen. Vielleicht ist unsere Firma Farbe grün, das heißt, wir wollen das Deckblatt anders machen. Wir wollen im Vorwort und im Titel was ändern. Und das versuchen wir jetzt quasi mal in der Session durchzuführen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wie gesagt, mitklicken oder einfach auch noch zuschauen. Ich habe zwar auf dem zweiten Bildschirm quasi euch und den Chat im Blick, weiß aber nicht, ob ich da alle Fragen sehe. Das heißt, bei der Gruppengröße, wir sind jetzt so, was, 16 Leute oder so, glaube ich, ne? 19, könnt ihr auch einfach Mikrofon aufmachen und reinreden. Es sind noch ein paar Schritte dabei, wo mein Rechner dann dabei ist, Dinge zu installieren. Da haben wir dann auch Zeit zu reden. Passt das so für alle ungefähr? Ich sehe so latentes Nicken in den Videos, sehr gut. Jawohl. Exzellent. So, also,
wie gesagt, erster Schritt auf dem Etherpad, ich gebe mal grob den Überblick, müssen wir uns mal mit GitHub beschäftigen, da wo der Leitfaden jetzt heute liegt, da werde ich jetzt gleich zeigen, wie sieht es dort aus, ein bisschen erklären, wie da die Strukturen sind. Hier oben vielleicht nochmal als Hinweis, wir sind dabei, ein sogenanntes Lernos Template Repository zu machen. Das wird ein Leitfaden, der beschreibt, wie man Leitfäden erstellt. Also da kommen die ganzen Infos, Links zu den Tools, Schreibstil, wie ist die Kapitelstruktur, warum ist die so, wie schreibt man Cutters rein. Alles, was wir da im Moment zu dokumentieren oder irgendwo schon mal in Blogs geschrieben haben, alle da drinnen. Das heißt, da ist viel von dem, was ich jetzt heute auf der Tonspur erklärt, drin. Könnt ihr euch ja im Nachgang mal angucken. Also GitHub, da werden wir dann quasi uns auf dem Rechner GitHub Desktop als Software installieren, um quasi das Repository, was bei GitHub liegt, mit den Inhalten auf unseren lokalen Rechner zu klonen. Das ist ganz wichtig, OneDrive oder Dropbox. Ne? So Cloud-Ansatz, ich habe einen Inhalt irgendwo in der Cloud, pack den auf meinen Rechner, Stefan arbeitet vielleicht an einem anderen Kapitel, klont sich das auch und wir committen, heißt es dort, also wir publizieren quasi unsere Änderungen dann in das GitHub Repository rein. Was ist denn das Repository? Einfach mal so. Repository ist wie im Dateisystem ein Ordner. Okay. Also es ist ein Ort auf GitHub, da gibt es quasi für jeden Leitfaden ein Repository und da ist der ganze Inhalt drin. Zeige ich gleich. Okay, danke. Na, dann würden wir die Inhalte, hatte ich vorhin erklärt, wo ihr andere noch nicht dabei wart, die in Markdown geschrieben sind, quasi verändern. Man kann Markdown, das ist ein Textformat, einfach in einem Texteditor verwenden. Ich weiß nicht, wer so in Gamerforen oder so unterwegs ist. Markdown ist erfunden worden, um sehr einfach in einem Textfeld Text zu formatieren, also Aufzählungen zu machen, Sachen fett zu machen, kursiv zu machen. Nur für manche ist das so ein bisschen zu abstrakt, deswegen gibt es sogenannte What you see is what you get Editoren. Das heißt, da arbeitet man so ähnlich mit, wie man mit Word arbeitet. Ne? Da klicke ich drauf, sage Aufzählung und dann sieht es auch aus wie eine Aufzählung. Und da empfehlen wir den Typora-Editor, den wird man auch installieren und dann quasi im Vorwort einfach mal ein paar Sachen ändern. Dann zeige ich euch, wie sieht es in Markdown aus, wie sieht es in Visivik aus. Dann werden wir versuchen, die ganze Produktionskette in Gang zu bringen. Das erschlägt dann erstmal ein bisschen vielleicht. Im Kern der Produktionskette steht Pandoc. Pandoc ist ein Tool, was Textformate konvertieren kann. Also da kann ich mit einem Befehl aus Markdown ein Word-Dokument machen, aus Markdown Confluence-Wiki-Syntax machen, Media-Wiki-Syntax, auch andersrum. Ja. Also die haben so 60, 70 Formate, die sie unterstützen und ich kann zwischen diesen Formaten hin und her übersetzen. Ne? Und Pandoc erzeugt uns quasi die ganzen Zielformate, außer PDF. Für PDF muss man den Weg gehen über Tech. Ich weiß nicht, wer das kennt, so in der Wissenschaftscommunity, die schreiben ihre ganzen Paper in Tech. Da wird quasi aus Pandoc Tech erzeugt und aus Tech dann PDF. Damit hat man aber eigentlich nichts zu tun, außer dass man die Tools dafür installiert. Ja, und dann gibt es noch so ein, diese MK-Docs hier. Das ist quasi das, was unsere Web-Version erzeugt, dass der Leitfaden halt auch schick im Web aussieht, responsiv ist, Kommentarfunktion hat, Suchmaschine hat. Und Calibre macht dann die E-Book-Versionen draus, Mobi für Kindle, also für Amazon und EPUB für alle anderen, also Tolino und was ist da alles. Ja, und dann, wenn man das quasi installiert hat auf dem Rechner, ist es eigentlich, den Leitfaden zu produzieren, nur ein Doppelklick auf eine Datei. Wer Software schon mal gemacht hat, da gibt es meist so Makefiles, da schreibt man quasi alle Befehle rein, die dazu führen, dass aus dem Source-Code das fertige Produkt wird. Ja, und so wollen wir quasi aus dem die Zusatzfunktionen. Na, dann wird man den Leitfaden hijacken, also die Inhalte ändern. Ich zeige euch mal, wie man Deckblattfarbe ändert, Titel ändert, den Autor ändert, Leitfaden nochmal neu produzieren und dann den neuen Leitfaden auf GitHub pushen. Also alles, was vor dem Schritt passiert ist, ist noch auf unserem, also auf meinem Rechner dann oder auf eurem. Und dann pushen wir es quasi auf GitHub und damit ist es dann fertig. Ja? Also das ist mal so grob der Ablauf. So, jetzt steige ich mal hier oben ein und gehe mal auf, ich zeige es immer ausgehend von lernos.org, weil das ist quasi so der Hub, von dem aus wir versuchen, alles zu verlinken. Wenn ihr hier oben in Header schaut, ne, dann ist hier unter dem Untertitel die Community verlinkt, Twitter verlinkt und GitHub verlinkt. Wenn ich hier auf GitHub klicke, lande ich quasi bei der Liste aller Repositories. Also der Sketchnoting Guide ist dann hier zum Beispiel LernOS Sketchnoting Guide. Das ist das Repository.
Anhand der Pulskurve hier hinten sehe ich, ob da Aktivität ist, also ob Leute da was eingecheckt haben, ob daran gearbeitet wird. Ja, das gleiche mit dem Community Management Guide. Und das hier ist der, den wir verwenden, der NoSQL Guide. Es gibt einen zweiten Weg dahin. Wenn ihr hier zum Beispiel runterbrowst und springt auf den LernOS für dich Leitfaden, dann landet ihr in der Webversion. Das ist die Webversion, die wir produzieren. Ne? Links mit der Navigationsleiste, wo man dann hier, wenn man sagt, hier Mindset, Skillset, Toolset, hier zu den Inhalten kommt, Suchmaschine hier oben. Und hier oben rechts im Eck ist der Link zum GitHub Repository oben rechts. Heißt, wenn ich da draufklicke, ja, dann lande ich quasi in GitHub in diesem Repository. Cognion/LernOS4U. Das müsst ihr jetzt einfach verstehen wie eine Ordnerstruktur im Dateisystem. Die ist in diesem Template-Repository, was ich oben im Copad verlinkt habe, beschrieben. Im Kern ist es einfach so, es gibt nach dieser ISO, ich glaube 639 ist das, die die Sprachcodes standardisiert, liegt dort ein Verzeichnis für jede Sprachversion des Leitfadens. Also man sieht jetzt hier, es gibt ein DE und ein EN. Also gibt es eine deutsche und eine englische Sprachversion. Klick mal auf die deutsche drauf. Ja, dann sieht man hier innen drin, das kommt einem vielleicht schon so bekannt vor. Ne? Hier gibt es den LernOS4U-Guide-de, also Deutsch, DocX ist die Word-Version. Und wenn jetzt einer sagt, ich will mir die Word-Version runterladen und will die weiter modifizieren, ist das hier ein Klick. Ne? Ich klicke hier drauf, ich gehe hier auf Download und sage öffnen mit, alles hier ist kein Word installiert, also mache ich Datei speichern. Jetzt habe ich ein Word-Dokument, was ich dann in Word weiter bearbeiten kann, hier auf meinem Rechner liegen. So, also so einfach kann es sein. Das gleiche mit PDF. Wenn ich hier auf PDF klicke, das wird auch hier in GitHub gerendert. Also das heißt, hier dauert es einen Moment und dann erscheint quasi das PDF hier unten. Kann ich mir anschauen. Hier sehe ich quasi ein PDF-Preview. Das gleiche ist hier oben. Gibt es den Download-Knopf, kann ich draufklicken und dann lädt quasi das PDF auf meinen Rechner runter. Oder wird im Browser angezeigt, je nachdem, wie es bei euch eingestellt ist. Ne? Habe ich hier das PDF und den Rest zeige ich jetzt nicht. Das gleiche gilt halt hier für, nochmal hier rein, für Mobi und EPUB, das sind die E-Book-Formate. Hier unten seht ihr die Make-Datei, das ist die, die ich vorhin benannt habe, Make. .bat, Batch-Dateien auf Windows 10 sind ausführbare Dateien. Da kann ich einfach Befehle reinschreiben, die abgearbeitet werden. Das schauen wir uns auch nachher noch an. Und diese zwei YAML-Dateien, das sind so Steuerfiles. Da steht sowas drin wie, wie ist der Titel des Leitfadens, wer sind die Autoren, welche Version ist das, welche Farbe soll das Deckblatt haben. Das schauen wir uns dann auch nachher beim Modifizieren an. Was noch spannend ist, ist hier oben das SRC. Weiß jemand, wofür das steht? Könnte Source sein, oder? Genau, Source, das ist quasi die Quelle. Also da, hier innen drin, leben quasi die Markdown-Dateien für die einzelnen Kapitel. Ne, das heißt, das Grundlagenkapitel, Sprints, das LernOS-Wheel. Ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, sehe ich, aha, das ist der Inhalt, den wir auch gerade in der Webversion gesehen haben. Also das ist quasi modularisiert, der Inhalt, Kapitel für Kapitel des ganzen Leitfadens. Und dann gibt es immer das Unterverzeichnis Images, da sind die Bilder drin, die verwendet werden. In der Regel, wie man hier sieht, ne, oft hat man ja nur so GIFs oder JPEGs. Ne, sieht man jetzt hier für das Wheel zum Beispiel, gibt es hier ein PNG. Aber es gibt auch eine SVG-Datei, das steht für Scalable Vector Graphics. Also das ist die Quelle des Bildes. Damit könnt ihr, wenn ihr Adobe Illustrator habt oder Inkscape, auch die Bilder verändern. Ne, weil man das normal, wenn man Bilder aus dem Netz runterlädt, hat man dann oder sich aus dem PDF screenshottet, dann habe ich ja nur das Bild. Aber wenn ich sage, Mindset finde ich doof, ich will, dass da Haltung steht, ne, dann müsste ich da irgendwie drin rumfuhrwerken in dem Bild und so habe ich die Quelldatei und kann es einfach austauschen. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Was vielleicht noch so ein Punkt ist, man sieht hier rechts am Rand Releases. Also, aber das geht nur mit Bildern, die ich auch selber erstellt habe. Als genau. Als Vektorgrafik. Genau, also das ist vielleicht für Leitfadenersteller wichtig. Dadurch, dass das alles unter Creative Commons Lizenz steht, darf ich da keine Bilder rein tun, an denen ich nicht die Rechte habe. Also so das, was viele machen mit PowerPoint, man googelt sich ein Bild, packt es da rein, sowas ist gefährlich. Ne? Das es gibt ja durchaus Anbieter, die genau. Also was Bilder anbieten. Was wir zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr das kennt, Pixabay, ist das ein Begriff? Ja. Pixabay. Ja. Oder
Unsplash ist auch eine ganz gute Plattform. Ja. Unsplash, genau. Ja, und was die oft bieten, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche irgendwie Bilder von Menschen, dann ist hier die Standardeinstellung Images. Ich kann hier aber auf Vector Graphics umschalten. Ja, und jetzt sucht quasi der nur nach Bildern, die auch als Vektorgrafik vorliegen. Wenn ich hier auf Download gehe, sieht man hier, dass es eben auch SVG als Download gibt. Also hier hat man dann Bilder, die man selber modifizieren kann. Mhm. Ja, das Organisationskulturbild zum Beispiel im LernOS für Organisationen ist genau auf dem Weg erzeugt und eben dann modifiziert. Cool, das kann ich noch nicht mit der Vektorgrafik. Danke. Ja, genau. Und dann hier bei den Releases, wenn ich hier drauf klicke, man kann quasi zu dem Repository zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, das ist jetzt die Version XY. Ja, und das wird eingefroren und man kann zu jedem Zeitpunkt alte Versionen runterladen. Also wen das interessiert, die Entwicklungsgeschichte des LernOS for You Guides, der kann jetzt quasi hier durchgehen und sieht quasi Version 1.5, 1.4, 1.3 und kann sich angucken, wie war eigentlich die Version 1.0 und was hat sich seitdem geändert. Ja, und genauso hier oben noch, das zeige ich euch als letztes, hier gibt es die Issues, heißt es, hier mit den 27. Das ist quasi wie so ein Aufgabenvorrat, könnte man sagen. Ne? Da kann man dann sagen, was ist ich, der GDD-Lernpfad muss überarbeitet werden oder HTTP-Links laufen ins Leere, also so auch Bugs und Probleme. Ne? Und man kann diese Issues in sogenannten Milestones sammeln. Ein Milestone besteht dann aus mehreren Issues. Ne? Und hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, September 28. kommt die LernOS for You Version 2. 66% der Issues sind schon abgearbeitet, das sind die Tasks, die noch offen sind. Und so kann man sich als Team dann eben schön organisieren, dass Leute an einzelnen Kapiteln arbeiten. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Kapitel überarbeitet habe und es ist fertig, wenn ich jetzt angemeldet bin bei GitHub, kann ich sagen Close Issue und dann sehen alle anderen, aha, Simon hat die Aufgabe erledigt. Also das ist integriert, Aufgabenmanagement mit dem Content. Also du zeigst uns heute in einer Dreiviertelstunde quasi die Techie-Abteilung eines Buchverlags. Ja, wäre schön, wenn Buchverlage sowas hätten. Die meisten, mit denen ich Bücher schreibe, denen sind gruselige Word-Templates eingefügte Inhalte. Geil. So, also dann legen wir mal los. Fragen könnt ihr gerne jetzt jederzeit stellen. Ich markiere hier mal innen drin. Ich möchte gleich nur parallel anmerken, es ist großartig, das zu sehen und noch besser, wenn man, wie Simon vorgeschlagen hat, gleichzeitig auf GitHub das verfolgt, weil ich habe in Erinnerung, in Vergangenheit wollte ich irgendeinen Leitfaden laden und ich habe mich völlig verloren da. Ich empfinde auch, ja, das ist halt eine Entwicklerumgebung, aber wenn man einfach nur als User einen Guide haben will, ist das durchaus unübersichtlich. Und deswegen Übung hilft und es ist gerade sehr lehrreich, hier mit durchzuklicken. Genau, also ihr werdet es nachher sehen, wenn man sich das mal eingerichtet hat, dann fühlt es sich fast an wie Dropbox. Also dann ist es eigentlich gar nicht mehr so unterschiedlich, weil man dann mit GitHub und der Web-Oberfläche eigentlich gar nichts mehr zu tun hat oder wenig zu tun hat. Du zeigst Simon, ich habe noch eine Nachfrage. Ja. Kann man irgendwas kaputt machen? Nein, also dadurch, jedes Repository hat natürlich eine Benutzerverwaltung. Das heißt, wenn ein Team sagt, wir schreiben zusammen Leitfaden, dann sagt man, wer hat quasi Commit-Right auf dem Repository, also wer darf da reinschreiben. Damit kann dir erstmal an deinem Repository keiner was kaputt machen. Aber, und das ist ja der Gedanke des offenen Inhalts, hier oben gibt es den kleinen Knopf Fork. Und Fork bedeutet quasi, nimm dieses Repository und kopiere es in meinen Bereich auf GitHub. Und das ist dann meines und darauf kann ich alles machen. Ja, darauf kann ich alles verändern. Darauf habe ich auch volle Rechte. Das ist so, wie wenn ihr einen Ordner im Dateisystem kopiert quasi. Und dann gibt es auch so ein Konstrukt, das sieht man hier oben, Pull Requests. Ja, also viele forken Repositories. Man sieht im Moment, ist das LernOS for You 10-mal geforkt. Und wir haben zum Beispiel eine Person, die macht so eine Art Lektorat. Also die guckt, wo sind Rechtschreibfehler, verbessert das in ihrem Fork, stellt einen Pull-Request. Ne? Das bedeutet, wir kriegen hier eine Nachricht. Jemand sagt, hier ist ein Schreibfehler drin. Ne? Björn Schotter jetzt in dem Fall. Und wenn ich sage, ah stimmt, da haben wir wirklich einen Schreibfehler, klicke ich einmal auf den Knopf und das wird quasi aus dessen Repository wieder zurückgenommen. Mhm. Ne? Als sozusagen viel bequemeren Weg, statt dass der mir eine E-Mail schickt mit einem Screenshot und da ist PDF drin und markiert und dann hier ist ein Typo. Ne? Genau, aber das ist vielleicht dann so Advanced Use schon ein bisschen.
Du hast das, du zeichnest die, das ja auf, ne? Ich zeichne das auf, ja. Ah, perfekt. Genau. Dann kann man das, wenn man das, ich habe nur jetzt gerade nur einen Laptop vor mir, mein zweiter Bildschirm, das ist ein bisschen einfacher. Könnte ich es nachvollziehen. Super. Genau, also ich würde jetzt hier mal erstmal hergehen und würde mich hier mal einloggen. Also wer noch keinen GitHub-Account hat, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, sich einen anzulegen. Jetzt wollen wir mal gucken. Genau. Randnotiz, was immer gut ist, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also quasi, ich kriege jetzt hier von GitHub nochmal einen Code geschickt auf ein Gerät, dem ich vertraue, mein Telefon, den muss ich hier eingeben, sodass niemand mein Passwort erraten oder hacken kann. Macht auch Sinn, bei E-Mail-Diensten und so weiter einzurichten. Also jetzt sieht man hier oben, ich bin quasi eingeloggt, signed in as Simon Dückert, habe ein Profil, habe eigene Repositories, bin Mitglied von Organisationen, ne, von verschiedenen. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sonst kommen wir nämlich durch unser Programm nicht durch. Sehe ich das richtig? Kriege ich da eine eigene E-Mail auf GitHub dann? Weil gerade beim Einloggen ist das abgefragt, da muss ich meine persönliche E-Mail angeben, oder? Genau. Okay. Das ist so, wie wenn man sich ein Login auf LinkedIn oder so anlegt. Ne? Man hat quasi einen persönlichen. So, und jetzt, wenn ich sage, aha, ich finde irgendwie diesen LearnOS for You-Leitfaden spannend, den hätte ich gerne bei mir, ist das tatsächlich nur ein Klick. Also hier oben, man sieht jetzt hier, das sieht man an dem Faden, ne? Hier steht jetzt Cognion/LearnOS4U. Die eigenen Repositories befinden sich immer unter github.com/username, also zum Beispiel Simon Dückert. Ne, wenn ich jetzt hier drauf gehe, sieht man, das ist jetzt mein Profil. Da sieht man hier, sind Repositories, die ich mir angepinnt habe, aber ich habe hier auch ganz eigene Repositories. Und wenn ich jetzt möchte, dass dieses LearnOS4U in meinem Bereich auch ist, klicke ich hier oben einmal auf Fork. Sage, ich möchte das gern in meinem Account, nämlich Simon Dückert haben. Dann wird es angelegt, dauert einen Moment, arbeiten eine Weile. Ne, und man sieht jetzt hier oben schon am Pfad. Jetzt bin ich im Repository simondückert/LearnOS4U. Und wenn ich hier in DE reinklicke, sieht man, die Inhalte sind alle gleich. Also deswegen sage ich, es ist so ähnlich wie das Kopieren eines Ordners. Ne, das ist jetzt erstmal alles bei mir. Theoretisch könnte ich mir, wenn ich jetzt nur die Markdown-Dateien zum Beispiel bearbeiten will, alles sparen, was wir weitermachen, weil Markdown kann ich theoretisch hier auch direkt in GitHub bearbeiten. Ne, das heißt, ich habe jetzt mal die Grundlagen hier aufgemacht. Wenn ich hier einen Schreibfehler finde, kann ich hier oben auf den Stift und kann quasi Markdown direkt hier in GitHub bearbeiten. Simon, ja, da geht. Darf ich mal zwischendurch was fragen? Ja, klar. Generell mit, also vielleicht, weil ich den Anfang ja nicht mitbekommen habe, kann ich immer sagen, was andere sehen können? Also ist alles offen oder kann ich auch sagen, bestimmte Daten sind wirklich nur für mich oder für mein Team? Du kannst, ja genau, jedes Repository hat Privacy-Einstellungen, ne, wo ich auf der einen Seite sage, wer kann das bearbeiten, aber auch wer kann das sehen. Also ich kann Repository auf Private stellen und dann sieht es niemand. Genau. Okay, danke. Genau, also das könnte man machen. Darauf gehe ich jetzt aber heute nicht ein, wie man das online bearbeitet. Bei uns wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt. Wir haben das Repository geforkt. Also es gehört jetzt mir als Person. Und jetzt will ich ja quasi nicht da im Web an den Sachen rumarbeiten, sondern ich möchte ja auf meinem Computer quasi damit arbeiten. So ähnlich wie wenn ich in Dropbox ein Word-Dokument habe und damit sozusagen mit Word editiere und dann von meinem Smartphone darauf zugreifen will. Dafür gibt es von GitHub die Software GitHub Desktop. Und das ist quasi wie der Dropbox-Client, der synchronisiert mir Repositories auf meinen Rechner. Ja, den mache ich mal, ich ziehe das wieder hier rüber, dann sind wir hier immer im Gleichen. Ich lade mir den runter, GitHub Desktop. Er braucht jetzt einen Moment. Ja. Ich staune. Mehr nicht. Worüber? Ja, dass man das auch runterladen kann, die GitHub-Umgebung. Mir völlig schleierhaft gerade, wie das geht. Ja, wie gesagt, ich finde die Dropbox-Metapher greift oder OneDrive oder was auch immer benutzt. Ne? Ich habe irgendwie eine Cloud. Cloud ist ja nichts anderes als Computer anderer Leute. Und in dem Fall halt Computer von Microsoft. GitHub gehört zu Microsoft. Ne? Und wenn ich jetzt quasi sage, ich bin im Zug und möchte am Softwarecode arbeiten und da habe ich halt vielleicht kein Netz,
Na, dann brauche ich ja den Inhalt offline, so wie ich in OneDrive an einer PowerPoint-Datei arbeite oder so. Ne? Und das ist eigentlich das, was GitHub Desktop macht. Noch einen Schritt mehr. Seht ihr hier, das ist gerade am Installieren, das braucht einen Moment. Es wird komplett, diese Tools wie GitHub sind sogenannte Versionsverwaltungstools. Also wenn ich jetzt eine neue Version einchecke oder committe, wie es in GitHub heißt, dann schreibe ich da eine kleine Nachricht rein, was sich geändert hat, dass jemand anderes im Team nachvollziehen kann, was sich an dem Inhalt geändert hat. Ja, das habe ich in der Regel, wenn ich einfach nur eine Word-Datei bearbeite, in Dropbox zum Beispiel, habe ich nicht. Also, jetzt startet hier mein GitHub Desktop. Moment, ich mache den mal hier so ein bisschen größer und sage, log dich hier mal ein. Also eine ganz blöde Frage. Ich habe mir gerade einen GitHub-User angelegt. Jetzt fragt er mich, was ich als erstes machen will. Ein Repository anlegen, eine Organisation gründen oder anfangen zu lernen? Ja, du kannst erstmal gar nichts davon machen, weil du ja kein Repository anlegen willst. Du kannst auf den quasi LernOS for You Repository und dort auf Fork klicken. Dann hast du dein erstes. Okay. Also die wollen natürlich, dass jeder, der sich einen Account angelegt hat, gleich auch loslegt, ne? So ähnlich wie LinkedIn, wenn du dich anlegst, vielleicht von dir möchte, dass du gleich was schreibst oder so, ne? Aber das muss man nicht unbedingt machen. So, Moment, der will hier, dass ich mich authentifiziere, GitHub Desktop, Simon Dücker, das bin ich, Finish. So, also jetzt machen wir das wieder groß. Seht ihr das einigermaßen? Mhm. Genau, das ist jetzt GitHub Desktop. Ne, und da kann ich jetzt hier, das zweite Feld von oben, da steht drin, weiß nicht, ob man es lesen kann, Clone a Repository from the Internet. Mhm. Da klicke ich jetzt mal drauf. Dann zeigt er mir an, die Repositories, auf die ich mit meinen Nutzungsrechten Zugriff habe. Und das vierte von oben hier bei mir ist simondückert/lernos4u. Und anhand dieser Weiche sehe ich, das ist ein geforktes Repository. Das wähle ich jetzt mal aus. Ich kann hier noch sagen, wohin soll er das lokal synchronisieren. Standardmäßig ist das immer der eigene User, dann dort in Dokumente und dort legt dann Verzeichnis an GitHub. Dort liegen alle Repositories. Das lasse ich jetzt auch einfach mal beim Standard. Jetzt arbeitet er. Man sieht, wie viele Objekte sind das. 3097 Objekte liegen da drin. Irgendwas, keine Ahnung, wenn es so 100 MB sein. Na, das sind die ganzen Bilder, die kleinen Icons, die man für die Webversion braucht. Da darf man sich aber nicht von abschrecken lassen, weil die sozusagen arbeiten tut man dann hauptsächlich mit den Markdown-Dateien und den Bildern, wenn man halt an Bildern was verändert. So, jetzt haben wir hier 100%. Man sieht hier oben, Moment, weg. Current Repository, also da kann man jetzt in dem GitHub Desktop umschalten, wenn man mehrere Repositories lokal hat. Wir haben jetzt nur eines. Man sieht, aktuell ist alles synchron. Keine Files sind lokal gechanged. Dementsprechend kann ich jetzt auch nichts auf den Server wieder zurückpushen. Da kommen wir aber nachher dazu, wenn wir was geändert haben. Was bedeutet das jetzt auf meinem PC? Ich gehe hier im Datei-Explorer mal auf mein oder auf Dokumente, noch einfacher, Schnellzugriff, Dokumente. Dort sieht man den Ordner GitHub. Dort gehe ich rein. Dort gibt es ein Verzeichnis, LernOS4U. Dort gibt es DE, DOCS.en, wie wir es vorhin im Web gesehen haben. Dort gibt es PDF, Word und so weiter. Dort gibt es Source mit den Markdowns und die Bilder. Ne? Also was jetzt passiert ist, ist einfach, wir haben das ganze Ding lokal auf unserem Rechner und können damit arbeiten wie mit einem Projektlaufwerk oder wie mit einer persönlichen Ablage. Ja? Kann ich ja mal zeigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will im Vorwort was ändern und mache das aber mit dem eingebauten Editor. Ne? Jetzt könnte ich hier rechte Maustaste auf den Grundlagen öffnen mit. Oder Moment, ich habe hier so ein, es gibt dieses Notepad. Ne? Ich habe hier so einen anderen Editor drauf. Aber das geht auch mit dem eingebauten Notepad. Ne? Das ist die Markdown-Datei. Wenn ich jetzt sage, das ist Englisch, Grundlagen, stattdessen schreibe ich Basics. Ne? Speichere ich das ab, schließe meinen Editor wieder. Und schauen wir mal zurück in GitHub Desktop. Ne? Jetzt überprüft der, weil der überwacht immer das Verzeichnis. Und man sieht jetzt hier rot, Grundlagen ist entfernt worden, grün, Basics ist hinzugefügt worden. Ich könnte jetzt hier eine Commit-Message schreiben, also beschreiben, was ich gemacht habe.
switched heading to English, beispielsweise commit. Bisher ist das alles noch auf meinem lokalen Server, ne? No local changes. Und jetzt sage ich, das will ich veröffentlichen, damit alle anderen in meinem Team mit der englischen Version arbeiten. Dann klicke ich hier auf Push Origin, dann arbeitet ihr hier eine Weile. Und jetzt werden quasi nur die geänderten Dateien wieder auf den Server geschoben, also auf GitHub geschoben. Und wenn ich jetzt hier quasi in mein GitHub Repository gehe und hier einmal neu lade, dann sieht man hier die Commit-Message. Also hier steht jetzt Switch to English. Jetzt kann ich hier mal reingehen, in die Sorten gehen. Na, und sehe jetzt hier, dort ist es auf Englisch geswitcht worden. Hier gehe ich in das Grundlagen-Markdown und sehe, hier steht nicht mehr Grundlagen, sondern Basics. Also so haben wir den erste Schleife quasi von wir laden den Inhalt runter zu wir ändern ihn und laden wieder hoch und er ist veröffentlicht. Simon, diese Fork, da haben dann gegebenenfalls auch mehrere Menschen drauf Zugriff? Ja, du kannst es in deinen Einstellungen einstellen, quasi wie deine Repositories standardmäßig sind. Ich muss mal gucken, wie das bei mir ist. Da gibt es hinten bei den drei Punkten die Settings. Settings des Repositories und da hast du Manage Access. Na, und hier kannst du quasi genau einstellen, wer da drauf Zugriff hat. Also bei mir ist es jetzt ein Public Repository, das heißt, lesen kann jeder. Dadurch, dass hier kein Collaborator eingetragen ist, kann keiner schreiben, außer ich. No, wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will nicht, dass das jeder liest, weil es ist geheim, dann könnte ich hier quasi diese Visibility ändern. Mache ich jetzt nicht. Also so ein bisschen die rechte Verwaltung auch in der Dropbox, ne, wo ich Leute einladen kann oder eben aussperren kann. So, und damit haben wir quasi diesen ersten Part hier mal abgehakt. Wir haben das Repo geforkt. Lokal auf den Rechner sogar schon eine Veränderung gemacht und die wieder zurück synchronisiert. Simon, ist das jetzt der Moment zu fragen, ja, wie ich denn, wenn ich einen komplett neuen Guide erstelle, nicht in GitHub-Jargon, mache ich eine Kopie von einem vorhandenen und tausche nur Sachen aus oder wie würdest du da vorgehen? Genau, also das ist die Idee von dem Moment, springe ich mal da drauf, von diesem LernOS Template Repository. Also die Idee ist quasi, dass das ein Guide wird, der heißt in Langform heißt der Guide, ich mache mal das PDF auf. Wie schreibt man einen LernOS-Leitfaden? Deinen eigenen LernOS-Leitfaden in einem Sprint. Ne, und die Idee ist, dass quasi in dem Leitfaden alles beschrieben ist, was ich brauche, um einen eigenen Leitfaden zu erstellen und die Inhalte in dem Repository auch schon mein erstes Übungsobjekt sind. Okay. Ne, und da steht einiges schon drin, noch nicht alles, also sowas wie Inhaltsverzeichnis und Struktur, Schreibstil, wie mache ich das mit Bildern, die Produktionskette, ne, wie sieht eigentlich die Verzeichnisstruktur aus. Also hier versuchen wir alles rein zu dokumentieren, was es so an Standard und an Wissenswerten gibt. Dankeschön. Ist aber noch nicht fertig, aber das ist so der, mit dem man am besten rumspielt am Anfang. Also das ist quasi die Guideline und die überschreibe ich dann sukzessive, wenn ich meinen eigenen Leitfaden habe. Ganz genau. Okay. Ganz genau. So. Genau, jetzt springen wir mal hier rein, dieses Markdown bearbeiten. Ne? Ihr habt ja vielleicht gesehen, es gibt im Netz gibt solche Markdown Cheat Sheets, kann ich auch gleich noch verlinken. Das sieht man mal recht schön, was quasi diese Sprache kann und was sie nicht kann. Also man sieht jetzt so Überschriften, macht man mit Hashes. Ein Hash vorne herangestellt ist Überschriftsebene 2, 2 sind Überschriftsebene 2 und so weiter. Dann gibt es so mit Sternen werden Sachen kursiv, vorangestellte Zahlen werden es Listen. Das sieht dann so aus, wie man Links macht in Markdown. Nur das ist alles was, wo man sagt, das kann man sich so beibringen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich selber, wenn ich schreibe, will eigentlich eher auf den Content fokussieren. Ich will das so sehen, wie eigentlich in echt auch aussieht. Und dafür sind eigentlich solche VisiVig-Editoren, wie zum Beispiel dieser Typora. Den würde ich jetzt mal öffnen, die Seite typora.io. Schreibst du das dann direkt davor? Was denn? Diese Kommentare, also ich kenne das zum Beispiel von WhatsApp, gibt es das ja. Da machst du ja die Sterne davor, um es fett zu machen oder sowas. Schreibst du das in den Text dann rein? Genau, also es gibt viele Tools, die so
die so quasi Markdown-Eingabe unterstützen und daraus dann was machen, was du dann siehst. Ne? Okay. Du schreibst Stern, Stern, Wort, Stern, Stern und dann wird es ein fettes Wort zum Beispiel. Okay. Ja. Also das machst du im Editor dann direkt? Das mache ich, wenn ich mit einem Texteditor nur arbeite. Ne? Was ich euch jetzt zeige, ist quasi so ein Visivik-Editor, also dieser Typora. Da muss ich das nicht mehr machen, sondern da kann ich eigentlich arbeiten wie in Word. Okay. Mhm. Ja? So, also den lade ich jetzt mal runter. Der ist runtergeladen, Typora Setup. Was lädst du da runter? Windows oder Beta? Genau, ich habe diese Windows Beta 64-Bit, also x64. 64, okay. Genau, also es dürfte eigentlich keiner, der auf Windows 10 ist, dürfte noch 32-Bit Windows haben, vermute ich. Das braucht jetzt auch einen Moment, der fragt mich, wohin er das installieren soll. Desktop-Shortcut brauche ich nicht, also installiere mir dieses Teil. Dauert jetzt einen Moment. Ich schiele auch gerade auf die Uhr. Meine Vermutung, dass man 90 Minuten braucht, die war gar nicht so falsch. weiß nicht, wie ihr das seht, es folgen ja auch Sessions, auch jetzt hier im LernOS-Track. Ich würde fast vorschlagen, dass wir sagen, wir machen ein Follow-up, wo wir den Rest machen in Ruhe. Mhm. Also, dass ich jetzt nur kurz über den Rest spreche. Ne? Weiß nicht, wie seht ihr das? Wann machst du das, Simon? Wann machst du das? Ja, ich würde allen, die hier dabei sind, irgendwie ein Doodle schicken oder so und dann gucken, wann halt möglichst viele Zeit haben. Ja, das wäre cool. Ja, cool. Gerne, ja. Und also ich bin jetzt lost. Ich habe schon Probleme gehabt beim Klonen und ich wollte parallel mitmachen, aber war das ein bisschen zu schnell. Also es waren noch einige, die heute keine Zeit hatten, denen würde ich halt dann quasi die Aufzeichnung schicken, dann kann man das in Ruhe mit der Aufzeichnung bis zu dem Schritt machen und dann haben wir einen gemeinsamen Aufsatzpunkt, wo wir weitermachen können. Den Typora würde ich euch aber trotzdem noch zeigen. Ne? Wenn wir oder zwei drüber gehen können, das für alle okay ist, dann zeige ich den Schritt noch. Ja. Sind wir da sauber. Na, also ich lasse den mal launchen, den Typora. Gibt es auch noch andere, es gibt Atom, also wenn ihr nach Markdown, Visivik-Editor sucht, dann gibt es da ziemlich viel verschiedene. Das ist der mir so am besten gefällt. Ich mache den jetzt einmal nochmal zu und zeige euch, wie man das einrichtet, dass Windows automatisch Markdown-Dateien in Typora aufmacht. Wenn das der erste Markdown-Editor ist, dann registriert er sich automatisch als Editor für Markdown. Das heißt, wenn ich doppelklicke auf einer Markdown-Datei, geht es direkt in Typora auf. No? Und ich sehe jetzt quasi hier meine Datei. Muss ich mal gerade gucken, warum sehe ich hier links GitHub-Darstellung hier. Darstellung. Genau, man sieht so ähnlich, wie ihr das vom Datei-Explorer kennt. No? Man sieht alle Markdown-Files, die in dem Verzeichnis liegen. Also ich kann jetzt hier zwischen Grundlagen, LernOS, Wheel, ne, wo wir vorhin waren, Mindset, Skillset, Toolset und so weiter switchen. Und ich kann halt ganz einfach hier den Inhalt bearbeiten. Ne. Man sieht jetzt hier, das ist eine Überschrift, wird mir auch formatiert angezeigt. Ich könnte jetzt hier oben bei Absatz reingehen und sehe, aha, das ist Überschrift 1. Ne, wenn ich jetzt hier sage, ich habe ein Kapitel, das heißt noch mehr Basics und das ist Überschrift 2, kann ich entweder sagen, ich gehe hier oben unter Absatz Überschrift 2 und dann sieht es so aus, das ist so ein bisschen, wie man es von Word gewöhnt ist vielleicht, oder wie ich euch gezeigt habe, Markdown, ich mache zwei Gartenzäune davor und sobald ich auf Return klicke, ist das sozusagen überführt. Mhm. Ne? Und das gleiche mit Aufzählungen, ne? Ich sage hier erstens, zweitens und so weiter. Ja, und so ein bisschen die komplexeren Formatierungen, bei dem LernOS Wheel sieht man das zum Beispiel, ne? Die versucht der vor mir zu verstecken. Also man sieht jetzt hier, dass einfach Bilder eingebettet sind. Mhm. Die Markdown-Syntax für ein Bild ist, ich habe ein Ausrufezeichen, eine eckige Klammer, dann steht der Bilduntertitel, eckige Klammer zu und dann in der runden Klammer der Pfad zum Bild. Also ausgehend vom Source-Verzeichnis liegt es in Images und dort ist es die Datei LernOS Wheel People PNG. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Images klicken würde, müsste ich mir hier raussuchen können, hier LernOS Wheel People PNG. Also das ist dieses Bild. Simon, aber jetzt spätestens hast du doch ein Verzeichnis auf dem lokalen PC. Wenn du das nachher online anschaust, funktioniert es nicht. Doch, das ist sozusagen der Trick hier, dass man sogenannte relative Pfade verwendet. Also das ist sozusagen, dass das mit Image startet
bedeutet, ausgehend von dem Verzeichnis, wo die Markdown-Datei liegt, springe in den Unterverzeichnis Images und suche nach diesem Bild Lernos Real People PNG. Wenn er die dann auf GitHub synchronisiert, gibt es ja dort auch das Unterverzeichnis Images und dann funktioniert der Pfad genauso. Und dafür sorgt wer, dass das synchronisiert ist? Das GitHub-Desktop? Das ist einfach ein Link. Das ist bei HTML auch so. Du kannst bei HTML auch sagen, du gibst hier eine vollständige URL ein. Also mein Bild liegt unter HTTPS. Ist mir schon klar. Ja, ja. Meine Frage geht dahin, wer dafür sorgt, dass das synchronisiert ist. Also wenn du jetzt lokal das Bild auswählst, und ist es schon ein Verzeichnis, was über die GitHub-Desktop-App automatisch synchronisiert wird? Ja. Genau, also dieses das Images-Verzeichnis in Source ist mit synchronisiert worden. Mhm. Damit könnte ich jetzt, was weiß ich, sagen wir mal, ich will das austauschen durch dieses Bild hier. Na, dann könnte ich jetzt hier in Typora gehen und könnte hier sagen, jetzt will ich aber lieber dieses Bild. Kopiere das rein und ist ausgetauscht. Ne? Und es greift jetzt zu auf das Bild in dem Unterordner. Ne? Ja. Das ist ein bisschen komplexer als in Word oder PowerPoint einfügen Bild und dann kriege ich einen Dateipicker. Mhm. Ne? Aber vom Kern ist es genau das Gleiche. Ich mache das mal wieder rückgängig. Genau. Und Simon, wenn ich ändern würde und das pushe, dann hast du immer noch die Entscheidung, ob du das übernimmst oder ob du das nicht übernimmst. Und damit ist auch gesichert, dass nicht irgendein Schmarrn in dem Public Repository landet. Genau, also erstmal, wenn du was änderst, kriege ich es gar nicht mit, weil wenn du das auf GitHub zurückpusht, ist es in deinem Repository, also dem, was du geklont hast. Ja. Erst wenn du sagst, ich stelle jetzt einen Pull Request, dann bekomme ich eine Benachrichtigung, Arno hat was geändert und schlägt vor, dass ich es in mein Repository übernehme. Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Wenn ich sage, ja, geht es in meins auch rein. Wenn ich sage, nein, ist es halt abgelehnt. Ja. Und genau. So, jetzt haben wir die zwei Sachen geändert. Jetzt zeige ich euch das noch zum Abschluss. Wie sieht es in GitHub aus, im GitHub Desktop aus? Ne, er checkt jetzt wieder, was hat sich geändert. Man sieht, er erkennt, in Grundlagen hat sich was geändert. Man sieht, ich habe hier die Überschrift noch mehr Basics hinzugefügt, erstens und zweitens. Ja, jetzt könnte ich hier sagen, GitHub Messages, Commit Message, Grundlagen erweitert. Das ist mein Commit. Es ist sozusagen wie, vielleicht kennt ihr das vom Wiki, da kann man, wenn man im Wiki was ändert, so eine kleine Nachricht dazu schreiben, was man geändert hat, damit jemand nicht erst gucken muss, was sich geändert hat. Na, das heißt, das sind diese Commit-Messages. Wenn ich jetzt sage, das soll auf dem Server, gehe ich hier auf Push Origin. Und jetzt ist sozusagen diese Änderung auch auf GitHub wieder veröffentlicht. Sag mal, von dem GitHub-Desktop. Lass den Stefan zuerst. Und normalerweise ist GitHub entwickelt worden für Software-Code. Software-Code, ja. Und wir missbrauchen das, also in Anführungszeichen missbrauchen, oder wir benutzen das jetzt hier einfach für formatierten Text. Genau, also ich sage immer, es ist so Text as Code oder Content as Code. Ja, cool. Am Ende ist ein Word-Dokument auch nichts anderes als XML im Hintergrund, ne? Nur versteckt das Microsoft vor uns. Genau. Benedikt hatte, glaube ich, noch? Ja, ich wollte noch fragen, ob die GitHub Desktop-App das Typora irgendwie integriert. Oder ob ich immer separat das öffnen muss. Also in der Typora öffne ich das Verzeichnis, wo GitHub Desktop die Sachen abgelegt hat. Und nachher muss ich mit GitHub die Datei manuell nochmal anstoßen, wieder hoch. Also integriert ist gar nichts. Das ist wirklich so wie Dropbox synchronisiert und mit Word bearbeitest du die Dateien da drin. Verstehe. Die zwei wissen nichts voneinander. Du kannst auch dir auf dem iPad einen GitHub-Client runterladen und kannst das auf dem iPad bearbeiten mit einem komplett anderen Markdown-Editor. Ja. Und das ist auch, finde ich, was Gutes, weil jeder hat so ein bisschen anderen Stil, ne, was einem gefällt als Editor. Also man ist da unabhängig quasi mit was man schreibt. Man ist nicht auf ein Tool festgelegt. Und der Markdown-Standard, der funktioniert, der sieht aber überall gleich aus. Also wenn jemand unterschiedliche solche YZYG-Editoren benutzt. Es gibt sogenannte Markdown-Flavors. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel sagen, ich brauche was wie eine Checkliste, so wie ihr es OneNote kennt in Markdown, ne? Dass ich so Kästchen kriege, die ich abhaken kann. Das sind dann Erweiterungen, die nicht alle Tools, die Markdown unterstützen können.
Und was wir sagen für den LernOS-Leitfaden ist, dass wir auf dem Common-Mark-Standard aufsetzen. Das ist quasi so die Baseline, das ist das, was die meisten Tools auf jeden Fall unterstützen. Ne, da muss man sich auch, das kommt alles in dieses LernOS-Template-Guide rein, quasi bei welchen Markdown-Auszeichnungen kann ich davon ausgehen, dass ich hinten in der Produktionskette kein Problem bekomme. Jetzt würde ich Folgendes machen. Ich packe hier mal eine Überschrift rein, wäre gerne bei einem Follow-up dabei und würde euch bitten, wenn ihr da dabei sein wollt, mir da irgendeinen Kontaktlink, kann eine E-Mail-Adresse oder irgendwas sein, wie ich euch dann quasi dieses Doodle zuschicken kann. Ich poste mal gerade den Link zu dem Pad nochmal rein. Und würde euch quasi im Nachgang einfach den Link zur Aufzeichnung der Session schicken und das Doodle. Und da versuchen wir dann rauszufinden, welcher Termin möglichst vielen Leuten passt. Ich könnte mir vorstellen, so was weiß ich, in 2 Wochen oder so von jetzt. Und dann wird man quasi, die jetzt gesagt haben, sie sind vielleicht noch nicht bis hier gekommen. Wäre schön, wenn ihr das bis hier quasi dann hättet, ne? Dass man so das Repo auf dem Rechner hat, Markdown bearbeiten kann. Und dann wird man quasi den zweiten Schritt gehen mit der Produktion. Macht Sinn, vielleicht ein paar von den Sachen dann auch schon zu installieren? Kann man schon ausprobieren, klar. Ja, gerne. Ja. Und dann können wir gucken, wo es Probleme gibt. Ja. Passt es so für alle? Voll geil. Yes. Danke. Super. Excellent. Faszinierend. Krasser Scheiß. Ja. Also, ich bin immer wieder begeistert, was ihr da mit dem LernOS auf die Beine stellt. Ich habe einfach noch nicht die Zeit gefunden. Das ist einfach zeitintensiv. Ich habe so viele andere Baustellen. Ja. Aber alter Schwede, schlag einen mit den Ohren. Und ich sage, ich habe es erst einmal wirklich verstanden, wie es geht. Ich habe schon viel gelesen. Danke, Simon. Das ist echt extraordinary. Sehr cool. Ja, wir kommen dann zu dir und fragen dich. Ja, genau. Ja, sehr witzig. Adi wird eh der Pro, der ist an verschiedenen Stellen gerade am Upskillen. Alles klar, da würde ich sagen, danke ich euch. Freue mich aufs Follow-up. Und wenn ihr Leute kennt, für die das interessant ist, könnt ihr das Video weiterleiten, vielleicht mit dazu sagen, ne, dass die versuchen sollen, ungefähr auch auf den Stand zu kommen, dass wir nicht ganz vorne wieder anfangen müssen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß in den nächsten Sessions und bis in Bälde. Danke, ciao. Danke. Danke. Vielen Dank. So.